Hallo Freunde und willkommen zurück zu Devil May Cry, wo wir hier momentan ein bisschen die Orientierung verloren haben, würde ich sagen. Also ich habe die Orientierung verloren. Wir suchen ein letztes Rehalkon-Fragment. Keine Ahnung, wo es sein soll. Hier ist es nicht. Hier machen wir den ganzen Weg hier für die Katzen. Ach, nee. Wo willst du das hin, das Spiel? Könnte ich echt nichts. Das Einzige, wo ich noch gucken könnte. Hier reingelegt. Natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Ich habe keine Ahnung, wo das Ding sein soll. Das Fragment. Auch nicht. Wir sind jetzt effektiv die ganze Zeit den kompletten Weg wieder zurück zu den Loopis zurück zum Anfang. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. So den Anfang von dem, wo wir versucht haben, den Turm zu erklimmen. Hier stand die Statue. Ein Stück vom Orikalkon. Irgendwo sind wir falsch abgebogen. Weil ich mich da persönlich auch frage, warum lässt man einem die Wahl so weit zurückzuholen? Wenn es einem gar nichts bringt. Eben, wir haben glaube ich mittlerweile die Orbs. Noch einen lila Orb kaufen. Nein, nicht neue Aktionen. So eine violette. Cool. Das meine ich natürlich mit lila Orb. Da hatten wir Beowulf her von den unser Bruder zurückgelassen hat. Könntest du da mal reingehen? Bist du mal doof? Ein bisschen betrunken oder so. Hier wieder lang. Kommen wir zum Alltag des Bösen. Hier war aber nichts mehr, ne? Ich kann noch mal nach oben gucken gehen, aber ich denke nicht, dass da irgendwas ist. Das ist nichts. Wenn die zwei Orbs waren okay, aber sind auch alles, was wir hier finden werden, gehe ich von aus. Wo
Wo bin ich falsch ab? Jetzt gut zu wissen. Ja, ich kann hier wieder. Oh ne, diesmal ist der hier. Ist der auch. Ah, dafür müssen wir wieder Wagen fahren. Das ist so ätzend. Jetzt weiter. Encounter mit der schwarzen. Großen schwarzen Kuttenträger ist immer sehr nervig. Das ist sogar einigermaßen optimal. Schnellstraße ist definitiv auch nicht der richtige Ausdruck. Ja, bloß. Nee, da will ich nicht. Ja, noch nicht. Und von hier, beziehungsweise hier, haben wir den Turm ja verlassen. Ein bisschen merkwürdig ist. Ja, zumindest wenigstens das ist nett. Auch hier ist kein Orihalkon.
ist noch hier, weil dieses Blitzding. Irgendwo das Fragment übersehen. Nehmen wir einfach den Turm nochmal. Das soll schon passieren. Vielleicht ist das auch das Rätselslösung. Dann bist du hier. Den das Ding hier wieder erreicht habe. Geht halt noch ein Fragment. Hier war es definitiv nicht. Jetzt den ganzen Weg nochmal neu gehen. Oh Mann. Also irgendwo habe ich irgendeine Tür übersehen. Oh Gott. Das gibt definitiv eine Scheißzeitwertung. Hier kam die ganze Option. Oh.
dunkle Orts, nur für mich. Wo fließt du mich denn hin, wenn ich aufzuhören? Das ist neu. Ja, wir sind hier richtig. Auch das hat alles noch passieren können. Oh. Hört ihn auf. Fuß berührt, oder? Das zum Beispiel, wie habe ich das nicht getroffen? Das wird mir hier schon mal was gefunden. Wir nachgucken müssen wir uns. Ja, wahrscheinlich. Zweimal machen wir das also nicht. Schade. Jetzt muss ich irgendwie wieder zurück zum Aufziehen. Mich ja eigentlich hoffentlich immer noch zum Aufzug führen. Dann ist alles gut. Ätzend. Die Tür auf. Wir können den Aufzug nutzen. Endlich. Boah. Dieses Level nervig. Das ist natürlich nicht. Oh. Achso, okay. Na, Cutscene und dann ist vorbei wahrscheinlich. He plucks the threads that make us dance finger and toe. We surrender in joy to the lowest of the foul and rank. We submerge through darkness, rancid filth. Hour by hour, we move downward
closer to hell in a slow, steady gait. Now, let the world resonate. Sloth, gluttony, greed, envy, lust, wrath, and pride. A bell of chaos that tolls human desires. After 2,000 long years, the once-sealed gate to the mnemonic world will open. Destruction! Carnage and despair! Let your instincts drive you. Entrap this world in fear, as its very name, Timid McGloom, strikes terror into the heart of mankind. Then I will become the ultimate ruler of this wasteland, engulfed with pandemonium. The demonic power that Sparta once imprisoned will be erstmal gesagt, dass ich so ein Motiv nicht verstehe. Was bringt es, ein Herrscher zu sein über eine Welt, die vernichtet ist? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, obwohl wir einen B-Rang in Zeit und Co. haben, haben wir es geschafft, das Ding irgendwie auf B abzuschließen. Gut, kann ich mit leben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich mache jetzt hierfür Schluss und wir sehen uns Montag wieder. Bei Devil May Cry 3, wenn wir dann hoffentlich bald gegen Arkham antreten. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.